Hey Leute und willkommen bei einer Runde Dragon Escape auf dem Mineplex Server. Es ist ein richtig geiler Spielmodus und der Server gefällt mir auch richtig. Und das ist dieses Mal die Map Skylands, wie ihr hier seht. Das ist ein richtig cooles Plugin hier auch. Und ich erkläre es euch kurz. Also, es ist eigentlich eine Jump'n'Run Map. Man spielt gegeneinander, hat eventuell halt noch eine Axt. Und kann mit der Supersprünge vollziehen, um paar Blöcke zu überspringen und halt auch Abkürzungen zu nehmen. Und Skylands ist wie Biome aufgebaut, also es gibt zuerst ein Waldbiom, dann irgendwann ein Winterbiom, davor noch ein Wüstenbiom. Und dadurch muss man als erster vorbeikommen und vor dem Drachen flüchten, der Douglas heißt. Also mal schauen, wie die Runde diesmal läuft. Die letzten zwei Runden habe ich gewonnen und einmal zweiter Platz. Mal schauen, was jetzt abgeht. Da ist Douglas der Drache und jetzt geht's los. Da oben ist das Ziel. Das werde ich nie erreichen. Okay, dann anfangen. Der steht in mir, das ist nicht so gut. So, das geht ja noch. Hier ist egal, wenn die vor mir sind. Die Sprinttaste kann man benutzen, muss man nicht, mache ich aber manchmal. So, jetzt da hoch. Im Moment bin ich Erster, denke ich. Wenn kein Hacker hier ist, weil das gibt's auch ab und zu. Kann man nichts dagegen machen. So, die Abkürzung geschafft. Jetzt hier. So, hier ist das Winterbiom, wie ihr seht. Und im Moment läuft es saugut. Sogar das mega schwierige Ice Jump'n'Run geschafft. Sprintbug. Ich finde die Sprinttaste eigentlich ganz geil. Ist relativ nützlich. Mal schauen. Hier die Stelle, ich hasse die. Drei Leben. Und geschafft. Wow, wow. Mal schauen, wie weit ich komme. Wow, wow, wow. Bis jetzt habe ich es nur einmal geschafft. Oha, das zweite Mal überhaupt. Geil, Alter. Geil, richtig geil. GG und GG würde ich mal sagen. Richtig geil. Richtig geil. Und als zweites kommt die die Map da hinten, Through Hell. Das ist ein richtiges Plugin, nochmal zu erwähnen. Also ist der Mineplex Server, IP denke ich, steht auch in der Beschreibung. Und ja, ihr könnt ja auch manchmal bei meinen Livestreams vorbeischauen auf Twitch. Link ist auch in der Beschreibung. So wie alles andere ungefähr. Und jetzt kommt Through Hell. Das ist ein bisschen schwieriger. Habe ich, glaube ich, auch einmal geschafft nur. Weil das ist schon wirklich für Pros. Sieht man auch, ich habe gewonnen. Und ja. Es gibt auch noch andere Kits. Ultra habe ich nicht gekauft. Gibt's ja auch. Da gibt's dann da oben. Oder Hero ist noch höher. Und dann kann man Warpen. Das ist aber nicht so ein gutes Kit. Disruptor. Kann man TNT droppen. Aber das verstehe ich nicht ganz. Und ja, ich meine, es geht ja auch nicht um Leute zu blockieren oder so, die etwas schlechter sind oder so, sondern einfach, ja, sein Ding würde ich mal machen und gewinnen und möglichst gut abschneiden, weil ich meine, Jump'n'Runs sind immer wichtig für Survival Games auch. Und noch 10 Sekunden. Und die Map ist ein bisschen dunkel mit dem Specs Texture Pack, aber sollte gehen. Ihr seht's, ich bin an der Nietenposition, weil da kommt der Drache und da geht's weiter. Mal schauen, ob ich diesmal auch so gut abschneide. Oder ob ich... Boah, das wird schwer. Normalerweise bin ich immer ganz vorne. Und dann stehen die Typen auch eigentlich im Weg. Oh, da ist ein Hacker. Das meinte ich, der da links ist geflogen und der hackt. Zwei Hacker. Nur der hat eine mega Abkürzung da links genommen. Der oder halt hackt. Habe ich jetzt nicht gesehen.
da oben ist die Abkürzung, die habe ich nicht geschafft, aber der eine hat auf jeden Fall gehackt. Also das glaube ich, und hat auch so etwas gesehen. Aber das ist auf dem Mineplex ein bisschen häufiger, was ich sehr schade finde. Oh, ich habe so verkackt. Nein. Oh, schade, schade. Nur dritter Platz. Aber ich denke, das war's dann mit der Dragon Escape. Es gibt auch nur die zwei Maps, leider. Ich hoffe, die machen bald mal neue Maps. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wäre cool, wenn ihr es positiv bewerten würde. Wie gesagt, bei Twitch vielleicht mal vorbeischauen, ich livestreame. Und ja, ich sag mal so, bis zum nächsten Video. Und ciao.